Moin, moin, meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play The Hunter Call of the Wild. Und sehr schön, dass ihr wieder mit dabei seid und neu dazugekommen seid. Falls ja, Let's Plays und Guides gibt es auf meinem Kanal, könnt ihr gerne mal reingucken. Und ja, wir starten einfach mal rein hier und wir sind heute auf Teavaroa, machen hier die Razorbacks. Ne, die sind hier halt so um 3 Uhr bis 6 Uhr, ist jetzt gerade 4.30 Uhr, war eben noch ein bisschen AFK, aber dachte so, okay, heute nehme ich einfach nochmal eine Razorback-Folge auf, weil ich einfach Bock habe, hier nachts zu jagen. Außerdem, die Karte bietet sich da halt auch einfach an für die Jagd nachts, weil hier einfach so schön die Schweinchen sind. Auch wenn ich aktuell noch, ich habe erst eins gehört, aber noch nicht gesehen, deswegen keine Ahnung, ob hier in der Nähe eins ist, ja. Ist auf jeden Fall jetzt gerade nicht so neblig, eben war es noch neblig, aber ich habe ein bisschen... bisschen gewartet. Ja, chill mal deine Nuggets da vorne. Aber ich hab ne Idee. Komm her, wir chillen zusammen unsere Nuggets. Oh, da muss ich rein. Schon. Er darf mich nicht sehen, bevor ich da drinne bin. Yes. So, mein Kleiner, wo bist du? Ich finde es einfach so schön, dass Teavaroa so viele Stellen hat, wo man sich verstecken kann. Das müssen die unbedingt, unbedingt auf die anderen Karten ausweiten, weil es ist so viel besser. So viel besser. Da kommt er. Hab dann gehört, so ganz schnell so. Ist er wieder langsam? Aber eben war da richtig flott die Karotte da vorne. Da ist er. Bam. So, den ersten haben wir. Sogar leise, ja. Sam Fischer-mäßig hier. Ich hab gerade noch was gehört. Halluzinationen. Zu viel LSD. Okay. Nee, hier unten. Da ist er. Dann sammeln wir den eben ein und gucken mal, wo noch welche sind. Also da hinten habe ich mir eingebildet, dass da irgendwas war, aber ich glaube, da ist nichts. Deswegen gucken wir mal hier rein. Wie es da vorne so ist. Ne? Gehen wir mal hier so den Weg lang. Ich glaube, da vorne, da können wir schon was finden. Da habe ich schon öfter welche gesehen. Ja, ansonsten muss ich mal eben kurz gucken, dass ich ein schönes Bildchen mache. Aber ihr seht, das ist gar nicht mal so einfach. Weil immer dieses Trophäe bestätigen, drücken Sie jetzt E kommt. Und das nervt mich so ein bisschen. Deswegen habe ich mir eben kurz einen Screenshot gemacht. Die Thumbnails werden nachts nie sonderlich gut, weil ich halt keine wirklichen Aufnahmen machen kann. Weil sobald ich dann die Kamera anmache, ne, ihr kennt das ja. So, sehr schön. Lungenflügel rechts, Leber und links. Also das Ding, wie gesagt, da hat neulich noch jemand geschrieben, der mal die Armbrust ausprobiert hat. Das Ding penetriert krass und das kann ich nur bestätigen. Das Ding ist extrem. Wenn ihr hier vorne reinschießt, ne, dann kommt das hier hinten wieder raus. Ne? Ins eine Loch rein, ins andere Loch raus. So. Dann wollen wir mal gucken. Also, da vorne habe ich gerade schon was. Da ist was. Da ist ein Schwänchen. Auf der Seite sehe ich gerade überhaupt nichts. Wir können uns mal eben kurz vergewissern, dass da keine anderen Schweine sind. Aber ich glaube eigentlich nicht. Da werden wir auch nicht viel verscheuchen, weil, wie gesagt, ich glaube nicht, dass hier noch andere Schweine sind. Deswegen können wir ruhig das Gewehr nehmen.
Ich mache das immer so ein bisschen auch abhängig davon, was gerade am meisten bringt. Also da würde ich sagen, setzen wir hier unten an. Da, das ist ein bisschen tiefer. Ja, ein guter Schuss. Ich habe ein bisschen tiefer angesetzt, war 70 Meter off und ich habe 300 eingestellt, 230 war, deswegen 70 Meter off. Für alle, die das nicht wissen, auf jeden Fall. Deswegen habe ich ein bisschen weiter drunter gezielt, weil die Kugel wahrscheinlich ein bisschen höher geflogen ist. Wobei das jetzt bei einer 303 oder 300er oder allgemein bei den Gewehren, ne, mehr von den Luftgewehren und so abgesehen oder den kleinkalibrigen, ne, da ist der Wind, sag ich mal, meistens nicht so entscheidend, beziehungsweise so die Entfernung. 300 Meter, 250, das ist fast punktgenau. Also da, ne, aber gerade bei der Viranz zum Beispiel ist das essentiell. Da kannst du nicht einfach mal so 50, 100 Meter drüber gehen. Das ist dann doch ein bisschen schwierig. So. Haben wir einen weiteren Abschuss hier. Sehr schön. Und ich weiß momentan, ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, das wiederholt sich alles so stark, aber auf der einen oder anderen Seite weiß man auch nie, was man so findet. Wisst ihr, wie ich meine? Oh, der ist gut. Der ist gut. Das ist ein richtig schönes Dickerchen hier. Guckt euch den an. Guckt euch den an. Der steht auch so richtig schön prall da. Richtig schön trifft meine Lunge. Bang. Sofort down. Das war aber auch der perfekte Schuss, ne? So richtig schön in die Seite. Also die Jagd hat sich jetzt schon gelohnt. So, ob wir da vorne jetzt was finden, mal gucken. Da ist auch wieder so ein bisschen Nebel. Seht ihr das? So dieser leichte Nebel, der da hinten so liegt. Auf den Wäldern. Das macht hier so ein bisschen das Nachtsichtgerät ein bisschen doof. Ihr seht alles so hellgrün. Naja. So, auf die Entfernung kann man noch alles sehr gut sehen. Ich finde da vorne auch noch. Aber so ab dem Punkt wird es schon ein bisschen schwieriger und da hinten ist dann komplett lost eigentlich. Also 500 Meter. Wobei es gibt wirklich Karten, wo die Nachtsicht besser funktioniert. Ist hier nicht so optimal, finde ich. So da vorne. Ist wirklich schön hier nachts Schweine zu jagen. Habe ich jetzt schon, glaube ich, das dritte Mal jetzt. Keine Ahnung. Aber ja, ich dachte mal, ich frage mich immer so, ja, warum ihr das eigentlich noch interessant findet, so nach der ganzen Wiederholung und so. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, es ist ja auch immer irgendwo was anderes. Es kann ja immer was anderes passieren. Und immer andere Tiere da. Beziehungsweise, na, Braunhybrid. Schöner Schuss. Und da vorne haben wir noch ein Vier. Oh, noch ein Vierer. Der ist schön. Ich glaube, es ist auch so, dass der Punkt, warum, glaube ich, viele gucken. Weil es halt so einen gewissen Random-Faktor hat. Ich kann das nicht einschätzen, ohne Witz. Wo stehst du? Stehst du hinter oder vor? So Mischmasch irgendwie. Seht ihr das? Der ist da so dazwischen. Wahrscheinlich so das Äquivalent zu einem Glory Hole bei den Razorbacks. Oh, tut mir leid. Okay, wie weit ist der entfernt? 230 Meter. Ob die wohl auch eine Grinder-App haben? Oh, herrlich, okay. Okay, wie weit sind wir entfernt? 200 Meter. Dann wollen wir doch mal eben kurz das Ding schon mal rausholen hier. Gott, ich kann gerade nicht ernst bleiben. Oh, wie bin ich denn darauf gekommen? Wow. Richtig random.
Ja, beweg dich kein Stück, ne? Beweg dich halt wirklich kein Stück. Es bewegt dich. Ja, du willst dich. Nein. Ich kann da vorne auch einfach nicht. Warte mal, ich habe eine andere Idee. Warum machen wir nicht Trick 17? Ha. Ups. Da hat doch einer reagiert. Da, er kommt. Er ist aufmerksam. Aber es ist nur ein Einerschwein. Wo ist das Viererschwein? Das Viererschwein chillt da, aber das Einerschwein kommt, ne? Wow, das ist so typisch. Und hier sind so viele Schweine. Seht ihr das hier auf der rechten Seite? Irgendwo ist auch noch einer. Wer zuerst kommt, wird zuerst getötet. Das klingt immer so, dieser Nachhall, als würde sich da im Wald irgendwo einer übergeben, ne? Hört mal genau hin. Das klingt irgendwie, ich weiß nicht. Egal. Da vorne 100, ja. Der andere bewegt sich überhaupt nicht. Da kommt was. Da vorne. Kann den gerade nicht anvisieren. Komm schon, komm schon, komm schon. Du willst es doch auch. Okay, dann halt so. Er ist aufmerksam, das ist gut. Das spielt uns jetzt eventuell gut in die Karten. Ja, chill mal, chill mal. Der bewegt sich auch so, kein Zentimeter. Selbst wenn er was gehört hat. Was ist denn das für ein Kameradenschwein? Sieht da vorne, wie seine Freunde abgeschlachtet werden und frisst einfach weiter. Wird auch langsam hell. Wir haben auch nicht mehr so viel Zeit, ne? Ich traue mich da nicht ranzuschießen, weil ihr wisst, wie das mit denen ist. Wenn ich da reinschieße, dann wird... Ich sag's euch, wir machen mal einen Test, ja? Beziehungsweise gleich, ich höre gerade was. Sir, wer sind Sie? Oh, hi, hi. Ja, bleibt mal kurz stehen. Little Beauty, bleibt mal kurz stehen. Dankeschön. Ja, da ist ja noch einer. Sag mal. Da guckt euch das an, wie viele hier sind. Das Schweineparadies. Ohne Witz, ich höre da einen Typen im Wald, der... Egal. Jedes Mal, wenn ich dieses Ding höre. Ja, er... Oh, er bewegt sich! Er bewegt sich, Leute! Okay, wir können keinen Qualitätscheck machen. Ich weiß sowieso, wie es ausgegangen wäre. So, jetzt haben wir alle. Sehr schön, jetzt können wir einsammeln. Einmal ein Level 2er, schwarz-golden. Leider keine seltene Farbe mehr, war sie früher mal. Also bei Wildschwein ist sie immer noch selten, aber beim Razorback ist sie völlig natürlich. Sieht ungefähr gleich aus wie der hier. Finde ich ein bisschen schöner. Aber also bei denen dann. Bei den Wildschweinen. Ja, sehr schön.
Aber ich glaube, die sehen, glaube ich, genau gleich aus. Keine Ahnung. Auch ein schöner Treffer. Der hier vorne, den sollten wir auch gut getroffen haben. Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, Schweine zu schießen. Wir sammeln jetzt ein. Sonst dauert das nämlich ein bisschen zu lange. So, auf jeden Fall meine Sachen, die ich in den Dörrautomaten gepackt habe, ne? Die sind in, ich glaube, die sind schon fertig jetzt oder vielleicht auch in ein, zwei Stündchen. Auf jeden Fall freue ich mich da tierisch drauf. Ich habe da schon ein bisschen genascht und oh, sind die lecker. Oh, sind die lecker. Braun Hybrid, Gold, 108. Ja, schön, freut mich. Guter Treffer, so muss das sein. Und jetzt sammeln wir den ein. So. Insgesamt 300 Meter, easy. Und ja, habe ich so zwischendurch mal überprüft, also der dirt schon schnell und gut. Aber das ist auch so ein bisschen die Temperatur bei mir, ne? Ich mache ja mit 35 Grad und es dauert dann entsprechend lange. Deswegen. Aber ich möchte die halt gut haben. Ansonsten gibt es momentan eigentlich gar nicht so viel zu berichten. Also bei mir nichts Neues eigentlich. Alles wie immer. Trainieren kann ich endlich wieder. Was wirklich schön ist, weil ich habe das wirklich vermisst. Trainieren ist halt immer, ich weiß nicht. Ich bin jetzt nicht ganz krass unterwegs, aber so ein bisschen pumpen und Co. muss halt schon sein. Einfach, ich weiß nicht. So den Körper spüren, wisst ihr, wie ich meine? Damit meine ich jetzt nicht so 5 gegen Willi mäßig, sondern dass man einfach, oh sorry, dass ich dagegen gekommen bin, dass man einfach so die Sehnen und die Muskeln einfach mal richtig schön spürt und das gibt ein ganz anderes Körpergefühl und vor allem auch so die Haltung verändert sich und ganz ehrlich, wenn ihr jemand seid, ne, der eine schlechte Körperhaltung hat, macht mal Bankdrücken. Muss nicht viel Gewicht sein, wirklich. Ihr könnt 10, 20 Kilo vielleicht könnt ihr nehmen. Je nachdem, was ihr okay findet, was euch, ne, aber so richtig schön runtergehen, dass ich habe das Gefühl, das verbessert einfach ungemein die Körperhaltung. Also ich habe eine ganz andere Körperhaltung als früher. Früher war die immer so nach vorne gebeugt und, ach, keine Ahnung, scheiße halt. Kann ich nur empfehlen. Wer da vielleicht das ein oder andere Problemchen hat. So, meine Lieben, hier nochmal Gold, 122, war schon auf dem Weg zu Diamond. Ein sehr schöner Abschluss und damit verabschiede ich mich dann auch von euch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.